Guten Abend. Heute ein Computer mit aus zwei Gründen. Einerseits dürfte der CD-Player nicht wirklich gehen und zweitens wollte ich versuchen, einmal mit Musik zu meditieren. Mir wurde nämlich gesagt, dass Meditieren sehr schwer sei und dass es mit Musik leichter ginge. Und das ist einerseits richtig und andererseits, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also ich habe gesagt, es gibt zwei Formen von Meditation. Das ist die Ruhe- und die Einsichtsmeditation. Bei der Ruhe-Meditation versuchen wir einfach nur ein bisschen ruhiger zu werden mit Musik oder Blick in eine Kerze oder in eine Konzentration auf einen inneren Laut oder den Körper. In der Einsichtsmeditation versucht man etwas mehr zu tun. Und das ist richtig. Das ist also, meditieren in einer erweiterten Form ist nicht so einfach. Und deswegen habe ich gedacht, kann man mal versuchen, mit Musik das zu üben. Aber da werde ich noch ein bisschen weiter drüber reden. Ich möchte, wenn wir zu weit kommen zu dieser Übung, noch was Zweites sagen. Du hast, glaube ich, letztes Mal gefragt, wie kann ich, wie war das? Ich habe gesagt, wenn ich nicht denken soll, wie kann ich dann zu einer Einsicht, zur Einsicht kommen? Ja? Und das scheint mir noch eine sehr wichtige Frage zu sein. Und ich habe dir, glaube ich, geantwortet, hast du schon mal nicht gedacht. Mhm. Und was habe ich danach gesagt? Naja, also eigentlich, da, also wir sind dann zum Schluss gekommen, dass es ja eh fast nicht geht, aber das ist ja eigentlich nicht das, was die Meditation sagt. Nein, es geht wohl anders. Das Problem ist, aber ich sage, ich kann über etwas, wo ich nicht bin und was ich nicht kann, schlecht reden. Das ist das grundsätzliche Problem von Einsichten. Ich weiß sehr viel. Ich weiß sehr viel. Ich weiß, dass ich sterblich bin. Na, wer kann jetzt von uns dieses Gefühl des Sterbens abrufen? Ich weiß, wie schlimm es ist, einen Unfall zu haben. Ja, wir haben alle schon mal Unfälle gehabt. Ja, aber das, oder wie Schmerzen sind. Man kann das sehr schlecht abrufen. Also etwas, was ich im Kopf denke oder im Kopf weiß, hat mit der echten Erfahrung nichts zu tun oder wenig zu tun. Das ist eine. Und das zweite ist, wir können uns auch etwas, was wir nicht können, zum Beispiel nicht denken, schlecht vorstellen und dann auch sehr wenig, warum soll ich das hingehen, was soll ich davon haben? Denken ist eine der höchsten Eigenschaften, die wir Menschen haben. Ohne Denken wäre die ganze Menschheit nicht dorthin gekommen, wo sie ist. Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Und das wissen wir alle von in der Schule, wir sind von allen Anfängern immer dazu aufgerufen, zu denken, zu lernen, etwas zu wissen. Nicht zu denken gilt bei uns überhaupt nicht als Fähigkeit. Im Gegenteil, also nicht denken, die Dummen. Also. Interessant ist in dem Zusammenhang, fällt mir gerade ein, dass der Meister Eckhart, ein christlicher Mystiker, gesagt hat, selig sind die Armen im Geiste. Das wurde auch oft missverstanden, selig sind die Dummen. Denn offensichtlich jene, die gelernt haben, nicht zu denken. Weil dieses Nichtdenken ist schon eine sehr interessante Fähigkeit, die man haben kann. Aber wir können uns sie so schlecht vorstellen, wie wir uns ganz schlecht in andere hineinversetzen können. Wir leben ja alle in unterschiedlichen Parallelwelten, nämlich jeder in seiner, du in deiner. Wir wissen das. Und trotzdem können wir es. Wir wissen es intellektuell, aber nicht aus Erfahrung her. Unlängst hatten wir auch eine Diskussion im privaten Kreis und da wurde mir dann das Argument von einer jungen Frau, das ging um soziale Ungerechtigkeit und Missstände, ja, aber du bist ein weißer Mann. Du kannst dich also quasi in eine Frau nicht hineinversetzen, das ist richtig. Du kannst dich in einen Flüchtling nicht hineinversetzen, das ist richtig. Nicht in irgendjemand anderen. Wir können uns sehr, sehr schwer in jemand anderen hineinversetzen, weil wir ja nicht wissen, was in seinem inneren Universum vorgeht, ja. Und warum dieses Nichtdenken so wichtig ist, weil uns das Denken von vielem, was wir tun, abhält. Und zwar im Sinne, um was geht es bei dem ganzen Kurs? Was geht es im grundsätzlichen spirituellen Weg? Die Befreiung. Um die Befreiung, ja, das ist ein wunderbarer. Dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Also Mensch weiterentwickelt. Aber ganz banal, ja. Wir reden ja aber auch, das Ganze kommt aus dem Buddhismus. Der Buddha hat zwei Dinge gelehrt, habe ich letztes Mal gesagt. Bitte. Die Ursache und das Ende vom Leiden, oder?
Ja, zwei Dinge gelernt, die Ursache des Leidens und Überwindung des Leidens. Ja, zwei Dinge gelehrt, die Ursache des Leidens und Überwindung des Leidens. Hier in dem Kurs geht es auch um die Überwindung des Leidens. Und wir leiden sehr viel an unserem Denken. Bitte, wieso? Weil ohne Denken ist gar keine Frage. Ohne Denken können wir viel nicht tun. Aber warum leiden wir an unserem Denken? Weil es uns rastlos macht. Weil es uns rastlos macht, ja. Mit einem Wollen. Bitte? Mit einem Wollen. Mit einem Wollen, ja, aber ich brauche nur einen, weil mit dem Denken so wahnsinnig viel Urteile, Vorurteile verbunden sind, ja. Aber ich glaube schon, dass man also eine Situation hat, wo man nicht denkt und dann zu einer Einsicht kommt. Ich glaube, das hat jeder. Wenn er schläft und aufwacht und plötzlich ist es da. Zum Beispiel. Ja? Zum also Beispiel. Es gibt schon, ja. Ja, du sagst, das kennt jeder, schon in deinem Universum ist es drin, also du kennst das, wer kennt das noch? Man kommt doch nicht denken zur Einsicht, ja, noch? Ja? Man kommt doch nicht denken zur Einsicht? Man kannst du das nicht bestätigen? Zur Einsicht. Aus deinem Leben? Ja. Ja? Du kannst dich an Situationen, wo du noch nicht denken, zur Einsicht kommst. Ja. Ja. Also, es kennen offensichtlich einige. Und das Denken abhält von, also das Denken mal Leiden verursacht, das ist ganz klar. Brauchen nur die gegenwärtig die tägliche Problematik anschauen, die es gibt, also die ganze Flüchtlingsproblematik. Wir haben nicht so sehr das Problem jetzt hier im Raum mit den Flüchtlingen. Weiß auch nicht, sicherlich sind einige von euch gegen das, dass mehr Flüchtlinge kommen, einige sind dafür und einige von uns ist es gleich. Die dafür sind, leiden an dieser Situation. Dass Flüchtlinge kommen? Oh nein, sie sind nicht dafür. Denen, denen es gleich ist, leiden an der Situation, dass Flüchtlinge kommen? Auch nicht. Ja. Und die, die nicht wollen, dass Flüchtlinge kommen, die haben ein Problem. Ja. So, im Augenblick sind hier keine Flüchtlinge im Raum, habe ich den Eindruck. Ja. Aber wenn ich mich mal anfange, eine Afghanin unter uns. Ja. So, aber wenn ich jetzt ein Problem habe mit Flüchtlingen, dann, und es käme ein Flüchtling, oder wir begegnen einem Flüchtling, oder ein banaleres Beispiel, einem Muslim oder einer Muslimin, und wir mögen Muslime und Musliminnen nicht, ne? Dann gibt es in dem Augenblick, wenn ich sie nicht mag, eine Antipathie. Und das hat mit der Person per se gar nichts zu tun. Es ist ja nur, ich mag Muslimen, Muslime nicht, das ist einer, ich mag ihn nicht. Von den Menschen per se habe ich keine Ahnung. Kann ein entzückender Mensch sein. Es mögen 99,9% aller Muslime grauenhaft sein. Aber der eine muss nicht, 0,1% muss nicht dazugehören. Also wir tun über alles wieder drüber stülpen und wissen nichts von dem einen. In Wirklichkeit ist es nicht so. Wir haben auch Vorurteile, nicht gegen Muslime, sondern gegen Männer, Frauen, Homosexuelle, FPÖler, ÖVPler, alles mögliche, Deutsche, Italiener, wir haben ständig Vorurteile. Und wenn wir unsere Vorurteile gegenüber jemand positiv sehen, dann ist es auch gut. Und wenn wir jemand negative Vorurteile haben, führt uns das in Konflikte. Wir sehen also, unser Denken und Vorurteile kommen aus dem Denken, können uns, müssen nicht, können uns Konflikte machen. In dem Zusammenhang gebe ich ein wunderbares Beispiel, in das wir uns auch nicht hineinversetzen können, weil es wieder einmal ein intellektuelles ist. Aber wenn man sich da wirklich hineinversetzt, kann man sehen, was das bedeutet, dieses Denken. Ich hatte mal Katzen und habe versehentlich eine Katze eingesperrt in einen dunklen Raum und ist da, glaube ich, 2 oder 3 Tage drin geblieben und den ganzen Tag gesucht, überall und nicht gefunden. Also diese arme Manzi ist dort fast gestorben, ist ja erstaunlich gut überstanden, 2, 3 Tage ohne Essen und zu trinken. Und, aber wir haben ihn nicht gefunden und plötzlich finden wir ihn wieder. Er kommt heraus, sehr fröhlich, war dankbar, sehr hungrig, ist dann auch sehr, sehr wohlwollend behandelt worden, hat viel zum Essen bekommen, zum Trinken. Die Sache war in Ordnung. Ja. Und dann habe ich einmal die Frage mir gestellt, was ist, wie ist es ihm da drin gegangen? Und dann hat man sehr, sehr wild, wenn er zum Essen kam, war das großartig für ihn. Und dann habe ich ihm seinen Fressensnapf hingestellt und habe mal die Tür
zugemacht, von einem kleinen Nebenraum der Küche. Ja. Das könnte man sich ja vorstellen, wenn der Mann sie denken hätte können, dann hätte ihn ja erinnern können, dass das jetzt ganz schlimm sein könnte. Hätte ihm also nicht mehr geschmeckt, er hätte jetzt sofort zum Pochen angefangen und hat also bemüht, sich jetzt das, auf diese schreckliche Situation zu entkommen. Aber er hat nicht gedacht und hat sich jetzt mit Vergnügen über das Essen gestürzt. Und da war die Tür immer noch nicht offen. Das hat er dann gemacht. Er hat sich hingelegt und geschlafen. Ne? Und dann nach einer Stunde bin ich gekommen, bin reingekommen, raus, hat die Tür aufgemacht, war ein bisschen böse auf mich, war ja alles in Ordnung, ja, geschlafen. Ja. Also, wenn die Tür weiter zugeblieben wäre, dann hätte, und er wäre jetzt jemand, der entscheiden kann zwischen Denken und Nichtdenken, dann wäre die Fähigkeit zu denken, aus dem Raum zu kommen, sehr, sehr hilfreich gewesen. Nämlich, wie kann ich mich bemerkbar machen, wo liegt ein Schlüssel, welches Fenster kann ich einschlagen. Aber in dem Augenblick, wo der Mann sie nicht herauskommen konnte, war diese Fähigkeit zu denken nur hinderlich. Und so machen wir uns ständig Sorgen, wie der sich nicht gemacht hat, wenn die Tür quasi zu ist. Wir denken daran, wie es sein könnte, wenn ich krank werde. Wir denken daran, wie es sein könnte, wenn ich nicht den Job so habe. Oder mein Mann das nicht machen. Oder meine Frau. Wir denken uns ununterbrochen irgendwelche Dinge aus, die sein könnten. Und was dann wäre, wenn sie eintreten, wie schlechter sein könnte. Alles ein völliger Unsinn. Es hat nichts damit zu tun, dass man sich auf reale Probleme, die eintreten könnten, vorbereitet. Da brauche ich auch keine Angst davor haben. All dieses Denken kennen wir alle sehr gut und hat einen sehr hilfreichen Aspekt und einen zweiten, der uns immer wieder in Probleme bereitet. Und so sage ich auch immer wieder, unsere Probleme kommen ausschließlich aus zwei Dingen, aus unserem Denken und unserem Fühlen. Aus unserem Denken und unser Gefühl. Wenn ich ein Problem habe, das bringe ich mir ein simples Problem, ganz kleines Problem, ich fahre auf Urlaub, soll schön sein, es regnet. Oder ich bin im Urlaub und vor dem Hotel ist eine Baustelle. Mein Problem. Dann kommt das Problem nicht von der Baustelle und nicht vom Regen, sondern dass ich nicht will, dass es regnet. Und dass ich mich unangenehm dabei fühle. Weil ich mich durch die Baustelle unangenehm fühle. Würde ich sagen, steht ein interessanter Bau und gehe rüber und schaue mir die Baustelle an und bin interessiert, ist das Problem sofort weg. Oder wenn es regnet und ich gehe in die Sauna, hat das Problem sofort weg. Oder ich lege mich mit jemandem ins Bett und habe dort mein Vergnügen, gehe mir super, es regnet, wir können den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, brauchen nicht einen blöden Strand runtergehen, auch wieder kein Problem. Alle Probleme kommen ausschließlich aus unserem Denken und Fühlen. Ist das richtig oder falsch? Bitte. Und hast du das geschafft? Kannst du das? Weil du willst, sag bitte ja nicht, dass wir dann Presstüren müssen. Das hätte also A, überhaupt keine Bedeutung für dich, ja, wenn ich es könnte. Ja. Also, nicht denken kann ich erstaunlich gut. Also habe ich zu einer derartigen Perfektion getrieben, dass ich also nicht denken jederzeit kann und über längere Strecken und auch wenn ich ganz große Probleme, kann das Denken einfach beenden und zack, ich denke nicht dran. Wenn ich um 4 in der Früh nicht schlafen kann und es gibt auch Probleme im Leben und die Gedanken fangen zum Reden und sage ich so, Schluss, absolute Gedankenstille. Das ist eine Technik, die ich sehr, sehr gut gelernt habe. Mit dem Fühlen komme ich jetzt langsam in einen Bereich, wo ich immer besser kann, aber immer wieder, ich sage das immer wieder, ärgere ich mich mal nur über irgendjemanden, über meine Frau. Und die ist ja also quasi so der Götterbote für mich. Ja. Wisst ihr, was ein Götterbote ist? Ein Götterbote ist für jemanden, also alte Menschen sind Götterboten oder kranke Menschen sind Götterboten, weil sie einen daran erinnern, wie es mit einem selbst einmal kommen wird.
Also er bringt mich immer wieder von meinem Jugendwahn, dass alles ewig weitergeht und ich immer ewig glücklich und jung und toll und sexy sein werde, ja, das werde ich auch einmal werden. Das bringt einen dazu, sich mit dem Alter und der Zukunft auseinanderzusetzen, und zwar in dem Sinn, nicht, dass man sich darüber Sorgen macht, sondern dass man lernt, das zu akzeptieren. Und da werden Menschen, die selbst in problematischen Bereichen sind, Götterboten genannt, in den alten, in den traditionellen Schriften, und ich habe die Götterboten auch ausgedehnt auf Menschen, über die ich mich ärgere. Die sind auch Götterboten für uns, an denen können wir lernen und üben, und wir können dankbar sein, dass wir an ihnen lernen können und uns üben können, uns nicht zu ärgern. Also so war eine Götterbotin, war meine Frau, und auch da ist es mir schon deutlich, die beiden... Die Hühner der Götterbote. Ja, ihr bist aber Götterbote, ja, und zwar unter der Woche bei irgendjemand, ja. Glaubst du im Ernst, hat noch nie jemand über dich geärgert? Damit Gift, ja. Aber ich muss wirklich sagen, also ich bin auch schon uralt, ja, aber es gelingt mir wirklich, also in vielen Bereichen erstaunlich, einfach den Ärger fallen zu lassen, und sogar bei meiner Frau. Ja, doch, es geht. Ja. Aber das nur mit, muss es, das hauptsächliche Schwierigkeit ist, wenn man speziell beim Denken einmal gar nicht auf die Idee kommt, dem eine Bedeutung zuzuschreiben und auch nicht, dass das möglich ist. Ich habe es in der Form auch nicht gewusst. Und es war auch dann wahnsinnig schwierig, in der Meditation das Denken fallen zu lassen. Es gibt ja einen Übungsweg da hinein. Und immer zum Schluss ist immer wiederum, ist da nicht gegangen, weil warum konnte gerade ich vom Denken nicht loslassen? Es ist so, wenn ein anderer sehr erfolgreich ist mit dem Singen oder mit irgendwas er gut kann, dann kann er gerade von dieser einen Eigenschaft, die er gut kann, am allerschlechtesten loslassen, weil es ihn so weit gebracht hat. Aber sehr häufig ist auch diese eine Eigenschaft, die ihn so weit geführt hat, auch der Pferdefuß. Also Fähigkeiten, die wir gut können, sind einerseits nicht gut, wir können sie gut bringen und so weiter, aber sind auch ein Hindernis. Und Dinge, die wir nicht können, sind unser größtes Entwicklungspotenzial. Also wenn ich jetzt sehr viel weiß, ist das toll, und die Kehrseite ist der Besserwisser. Und so gibt es ja sehr viele Eigenschaften, die wir haben. Sie machen uns auch hochmütig und sind dann, haben wieder eine negative Seite. Und dort, wo wir klein und bescheiden sind, haben wir ein großes Potenzial. Und ich muss sagen, ich konnte immer sehr gut denken, habe mich sehr erfolgreich gemacht, und vom Denken konnte ich sehr schlecht lassen und hat mich aber auch in große Probleme geführt, weil ich überhaupt nicht zum Denken aufhören konnte. Das war mir ein großer Anreiz, das zu lernen, nicht immer denken zu müssen, weil ich mein eigenes Denken sehr, sehr gelitten habe. Und jemand, der damit kein Problem hat, finde ich es ja nicht so zu erstrebenswert. Aber man kann sich schon vorstellen, also wenn ich immer, und zwar nicht mit dem Fühlen, wenn ich mich immer gut fühle oder neutral fühle, dann überhaupt nie ein Problem. Das ist natürlich etwas, was man, wie gesagt, wir leben in diesen Paralleluniversen, jeder lebt einen anderen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass jemand sich immer wohlfühlt. Also du hast Krebs, okay, kein Problem. Das heißt ja nicht, dass dieser Mensch nicht gesund werden soll und gesund werden will und vielleicht nicht gesund wird und vielleicht gesund wird. Aber jemand, der die Diagnose Krebs hat und an dieser Diagnose nicht zusätzlich verzweifelt, hat von zwei Problemen eins weniger. Er hat nämlich zwei Probleme. Er hat die Diagnose Krebs und er verzweifelt. Also im Sanskrit heißt Leiden Dukkha, und er hat nicht nur Dukkha, der hat Doppeldukkha. Und das ist so. Und so haben wir an vielen Dingen, die unangenehm sind, nicht nur, dass das Haus weg ist, sondern auch, dass ich nicht will, dass das Haus weg ist. Mein Führerschein, der mir entzogen wurde. Ja? Manche sagen, der Führerschein entzogen ist okay. Andere springen aus dem Fenster. Und der nicht aus dem Fenster springt, hat es zweifelsohne besser, der sagt, okay, darf ich dann nie wieder trinken oder. Es ist, also die Dinge zu akzeptieren, verhindert Leiden. Und so ist es sehr hilfreich, mit dem Denken in eine
neue Dimension vorzustoßen, von der ich sagen kann, ich kannte sie auch nicht. Es ist interessant, dorthin zu gehen. Wir stammen ja alle angeblich vom Affen ab. Und diese Affen haben auch irgendwann nicht denken können. Und man kann sich auch sehr gut in die Tiere, in die Tierwelt wieder intellektuell, nicht aus der Erfahrung selbstverständlich, hineinversetzen, dass die ganz andere Fähigkeiten haben, und zwar dadurch, dass sie nicht denken können. Versuchen wir uns in einen Zugvogel zu versetzen. Der fliegt also von Norwegen nach Afrika. Und der fliegt jetzt über das Mittelmeer. Und da ist vorn Wasser, hinten Wasser, rechts Wasser und links Wasser. Und der fliegt einfach. Und ohne zu denken, fliegt er nicht dorthin, nicht dahin, sondern dorthin, weil dort ist Afrika. Es ist nichts zu sehen. Also, er fliegt nicht dorthin oder dahin. Ja, stellt euch vor, ihr seid dieser Zugvogel und dort oben sagen, scheiß mir an, wo ist dieses Afrika? Und ich fange zum Denken, verdammt, wo könnte Afrika sein? Und ich hinfliege dorthin, dahin, würde ich verzweifeln, wie diese Katze. Also das Denken, wenn ein Zugvogel denken könnte, hätte ein Riesen, hätte ein mega, mega Problem. Wie soll ich jetzt dorthin kommen? Also man kann sich schon vorstellen, dass Tiere, man fragt sich oft, wie machen die das, unglaubliche Fähigkeiten haben, die, weil sie nicht denken. Und ich kann wiederum aus eigener Erfahrung sagen, ja, wenn man gelernt hat, oder man lernt auch in der Meditation, lernt und dann die Fähigkeit durch Übung weniger zu denken oder das Denken zu reduzieren, es eröffnet sich etwas. Es eröffnet sich der mystische Raum. Es eröffnet sich eine neue Welt, in der man sich übrigens auch ganz leicht verirren kann. Es ist nicht alles so, dass alles immer so ganz locker ist. Ja. Es hat einen berühmten Mann gegeben, der hat gesagt, cogito ergo sum. Ich denke, daher bin ich. Und das war der Descartes, und der hat mit diesem Satz die Aufklärung gegründet. Und das war zu dem Zeitpunkt sicherlich eine wunderbare Sache, weil damals haben die Menschen, wir wissen auch nicht, wie sie damals gelebt haben, die ganze Welt war bevölkert von Geistern und von Mythen und von Verboten und von, ich weiß nicht, von was allem. Und in dieser Aufklärung hat die Bedeutung des Verstandes und das klare Denken eine große Bedeutung bekommen in unserer westlichen Kultur. Wir haben uns sehr, sehr stark in alles in eine Richtung entwickelt. Es war diesem Mann wurde überhaupt eine der zentralen Bedeutungen im Abendland gegeben. Und ich sage, das ist sicherlich richtig, was er gesagt hat. Ich denke, und der bin ich. Ich kann aber auch den Satz erweitern und sagen, wenn ich denke, bin ich. Wenn ich nicht denke, bin ich nicht. Weil in dem Nichtdenken schwindet das Ich. Zum Ich brauche ich ein Denken. Das Ich macht mir die Probleme. Wir kennen aus der Meditation den Beobachter. Wisst ihr, was der Beobachter ist? Schließt man mal ganz kurz die Augen. Einfach sitzen und die Augen schließen. Wo ist der Beobachter? Beobachter beobachtet der Beobachter das Denken? Beobachtet der Beobachter mich? Ich bin der Beobachter, ja. Aber bin ich der Beobachter? Was gehört zum Beobachter, zum Ich dazu? Also der denkende Beobachter ist das Ich. Ich rede jetzt, wie hörst du? Aber wenn jetzt alles aufhören würde im Kopf, also das Denken, gibt es dann noch mich? Dann gibt es sicherlich noch den Beobachter, weil wir kennen alle Augenblicke des Nichtdenkens. Also Beobachter ist dann noch vorhanden. Aber eigentlich das Ich, das bewertet, das urteilt, das leidet, das ist dann weg. Also ist eigentlich nur der denkende Beobachter das Ich und das nicht bewertende, der nicht bewertende Beobachter, was ist der? Ja, den Beobachter gibt es noch, das Ich gibt es nicht mehr.
Mache wieder die Augen auf. Können wir damit etwas anfangen? Es scheint, oder es ist offensichtlich sehr schwer, in die sich ständig, diesen ständig bewegenden Gedankenstrom. Es wird auch gesagt, dieses Gehirn hätte sich quasi, das denkende Hirn des Menschen hätte sich quasi verselbstständigt, irgendwann im Laufe der Evolution. Und das denkt jetzt ununterbrochen aus sich heraus. Noch eine andere Aussage. Ihr könnt unterscheiden zwischen Gedanken, die ich habe, die ich denke, und solchen, wo es mich scheinbar denkt. Also ich denke, wann geht der Bus? Ganz klar. Und dann gibt es Gedanken, die laufen ununterbrochen. Und die merkt man ja auch in der Meditation. Die ununterbrochen denkt es. Und dann wissen wir das auch schon, dass man dieses sich bewegenden Gedanken beobachten kann. Können ihr das alle? Merken alle, dass sie in der Meditation denken? Und könnt ihr neben euch stehen und das beobachten? Es gehört überhaupt, um aus der eigenen Lebensproblematik aussteigen zu können, die Fähigkeit des reflektierenden Beobachtens. Solange ich mich mit mir und all meinen Gedanken und Gefühlen identifiziere, das bin ich, habe ich keine Möglichkeit auszusteigen. Es gibt den Ausdruck der Resilienz. Und diese Eisenkinder, die haben eine schreckliche Jugend und kommen trotzdem ganz gut durch. Die Resilienz ist eine Fähigkeit, dass ich neben mir stehen kann und nicht in dem eigenen Lebenstheater oder Lebenswahn versinken muss. Und das Problem habe ich immer dann, wenn ich mich mit dem, was da ist, mit meiner Wut, mit dem Ding, mit dem Mann, identifiziere, das bin ich. Und wiederum, zu wissen, wie das ist, wenn nicht diese Identifikation da ist, das ist die ganze Übung, die wir hier machen. Deswegen gibt's ja viele Sätze vom Buddha, die alle, finde ich, sehr gut sind. Und zum einer ist, den man sich immer wieder vorsagen kann, und der ist, solange ich das nicht noch für mich als wahr erkannt habe, möglichst einfach ein sinnentleerter Spruch. Und man kann sich ja immer wieder sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und das könnte ich jetzt im Laufe des Tages, wenn ich jetzt irgendwo einen, schauen, was ist dieses Selbst? Was ist mein Selbst? Und könnte versuchen, diesen Spruch ein bisschen mit einer Erfahrung zu durchdringen. Weil eben dort, wo ich immer es mir gelingt, mich nicht mit meinem Ärger zu identifizieren, das nennt man Achtsamkeit, ist der erste Gap schon entstanden. In dem Augenblick, wo mir mein Ärger bewusst wird, in dem Augenblick ist zwischen dem Ärger und mir ein erster Zwischenraum. Und das ist der eigentliche Augenblick des Ausstieges, und ich brauche diesen Zwischenraum, um den Ärger fallen lassen zu können. Wenn nicht das meine Hand ist, sondern das dazugehört, ja, das bin ich, dann kann ich diesen Klöppel nicht fallen lassen. Ich muss erkennen, dass dieser Klöppel nicht zu mir gehört. Das ist nicht meine Hand. Das bin ich nicht. Das gehört mir nicht. Das ist nicht mein Selbst. Erst dann, und jetzt ist das mein Ärger. Erst wenn ich das erkannt habe, kann ich den Ärger fallen lassen. Solange ich mich dem Ärger so identifiziere, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist, mit dem Klöppel so identifiziert zu sein, dass ich glaube, er gehört zu mir. Ganz klar, jeder von euch weiß, der Klöppel gehört nicht zu mir. Warum gehört dann euer Ärger zu euch? Warum gehören diese vielen Gedanken, die ihr ununterbrochen habt, um 4 in der Früh, aber auch am Tag, über meinen Freund, das ist ein Trottel und der ist blöd und das so sollte es sein, wieso gehört das zu euch? Was hat denn dieser Gedanke, das ist ein Depp, mit mir zu tun? Der kann natürlich ein Depp sein. Aber weiß ich's? Bei meinem Freund glaube ich natürlich meiner Freundin, ja, weil die ist blöd, ja. Kann ich dich sagen, die ist blöd, ja. Kenn ich gar nicht. Ja, das ist ja nicht.
Aber bei der eigenen Frau oder bei eigenen Freunden, dann glaubt man es zu wissen. Oder wird wiederum bei den Muslimen, finden sie vielen vorteilig. Mag ich schon gar nicht Muslime sagen, ja. Vor 70 Jahren waren es ja die Juden, das ist ja völlig wurscht. Ja, ersetzbar. Und das, was so watscheneinfach ist, all diesen Junk im Kopf fallen zu lassen, ist so schwer. Einerseits ganz leicht, andererseits, also ganz leicht für den, der es kann, wenn ich es einmal fallen lassen kann, ganz leicht. Aber wenn ich es nicht kann, ist es ganz schwer. Und allein sich nur in den hineinzuversetzen, das gehört jetzt, das ist ja ganz klar, dass das nicht zu mir gehört. Und worum geht es beim Ärger nicht? Worum geht es bei der Angst nicht? Warum kann ich Angst nicht so fallen lassen? Warum kann ich Minderwertigkeitsgefühle nicht so fallen lassen, Überwertigkeitsgefühle so fallen lassen, Vorurteile so fallen lassen? Mein Ärger, meine Wut, mein irgendetwas. Warum tue ich mich am Tag noch ein einziges Mal ärgern? Weil es mir nicht bewusst ist. Im Augenblick, richtig, es ist mir nicht bewusst. Völlig richtig, ja. In dem Augenblick, wo es mir bewusst wird, das gibt immer den Punkt, ergänzt den Punkt, wo mir der Ärger plötzlich bewusst wird. Ich ärgere mich 2 Stunden, bin nur in diesen drehenden Gedanken. Und da gibt es einen Punkt, plötzlich merke ich, dass ich mich ärgere. Der eine Punkt. Und der zweite Punkt, da kann ich ihn oft immer noch loslassen. Dann kippe ich sogar wieder hinein, kippe raus und hinein und irgendwann kann auch den Ärger fallen oder vergeht. Also richtig, Bewusstsein. Und deswegen ist es mit vielen, vielen Dingen so schwierig, sie zu lösen, weil sie mir nicht bewusst sind. Und ganz, ganz viel, was wir am Tag machen, ist uns nicht bewusst. Gib aus, bitte. Ich habe eine Frage. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel vorhin gehabt. Ich bin im Auto gesessen, es war ein Stau und ich bin 45 Minuten gefahren, wo ich normalerweise 5 Minuten fahren sollte. Und jetzt am Weg hierher. Und ich habe mich natürlich geärgert und habe ich gedacht, okay, jetzt stopp, ärgere dich nicht, weil was bringt? Es bringt nicht. Ja. Und dann sage ich eine Minute, okay, jetzt ärgere ich mich nicht, aber dann kommt es wieder rauf. Ja. Und das ist bei diesen ganzen Gefühlen immer, dann kommt es irgendwie innen, es will rauskommen. Mhm. Also wie, auch wenn es mir bewusst ist, kann ich es trotzdem nicht fallen lassen. Ja, das ist ein nicht leicht, ja. Das ist nicht leicht, ja. Und auch die Frage, wie sehr das mir bewusst und unbewusst war, weil natürlich, wir haben noch eine sehr starke Tiernatur in uns und Gier, etwas haben wollen, braucht nur wieder die Katze anschauen. Da ist ein Futter und wir haben alle gelernt, man beginnt gemeinsam zu essen, wenn alle am Tisch sitzen, auch wenn wir zu höflich sind. Das kann ein Tier nicht, ja. Das kann zwar eine Hierarchie einhalten, die von der Hierarchie unten dürfen nicht hingehen, solange der Chef noch nicht gegessen hat. Und dann dürfen sie erst, aber der Chef nicht zu essen geht gar nicht. Ja? Und so sind wir Menschen auch. Also es sind sehr viele einfach Automatismen und gesteuert und automatisch eingeht. Weil, was ist denn noch? Was ist denn noch die Ursache vom Ärger? Ja, dass ich es nicht zeitig schaffe, an mein Ziel zu kommen. Ja, das ist ein intellektueller Gedanke. Hast du auf dich geachtet, wie du dich fühlst? Was angenehm? Nein. Was unangenehm? Ja. Ja. Eine Wahrnehmung bedingt in uns immer ein Gefühl. Jede Wahrnehmung bedingt in uns immer ein Gefühl. Und Dinge kann man wahrnehmen, das kann man wahrnehmen. Und man kann auch Gedanken wahrnehmen. Kann die eigenen Gedanken wandeln. Gedanken bedingen in mir ein Gefühl. So lernen manche Menschen auch, ihre Gefühle zu steuern. Und Psychopathen können besonders gut. Die können auch das Ganze alles unglaublich stark mit ihren Denken umgehen. Alle großen Heiligen, aber alle großen Verbrecher, alle großen, sind meistens Psychopathen gewesen, die mit ihren Gedenken ganz, ganz gut umgehen können. Ja. Und mit diesem Denken kann man dann die eigenen Gefühle steuern. Wie unterscheidest du zwischen Gefühle unterdrücken oder überwinden oder loslassen? Wenn ich das Gefühl unterdrücke, dann das kann ich nur mit Gewalt machen. Ja. Das verbraucht A, Energie und
wie er sagt, sie hat versucht, das Gefühl zu unterdrücken, und es kam immer wieder hoch. Mhm. Hättest du es fallen gelassen, wäre es auch leicht gegangen, dann wäre es weg gewesen. Ja? Und weil es immer wieder neu kam, wie kam es denn immer wieder neu? Immer durch den Gedanken, ich komme hier zu spät. Und der Gedanke erzeugt ein unangenehmes Gefühl, und das unangenehme Gefühl braucht einen Ausweg, und damit könnte ich jetzt, wohin geht das unangenehme Gefühl? Ja? Erstens einmal war das unangenehme Gefühl im Augenblick gar nicht so sehr bewusst, und zweitens brauche ich eine Ursache für das unangenehme Gefühl. Und die Ursache ist der Verkehr, und der soll nicht sein. Und wenn etwas nicht sein soll, was ich so hätte, wie es sein sollte, dann ärgere ich mich über den anderen. Und so ärgerst du dich über die Situation, die gar nicht zu ärgern ist. Das ist ein völlig sinnloses Gefühl, und trotzdem steht es in diesem Mechanismus. Meine Frage ist, weil aus diesen Gefühlen, wie zum Beispiel Ärger, kann ja auch eine sehr große Kraft herauskommen. Und meine Frage ist zum Beispiel bei allen, also es ist für mich alles verständlich, aber ich frage mich, wo zieht man die Linie, dass einem die Sachen nicht gleichgültig werden? Weil das mit dem Regen ist ein Beispiel, okay, das kann ich nicht ändern. Aber wenn ich mich nie quasi in ein Gefühl reinsteige, wenn ich immer quasi neutral umgehe mit allem, ich meine zum Beispiel soziale Missstände, dann tangiert mich das ja auch nicht, oder? Das ist völlig richtig. Aber das ist ja auch nicht im Buddhismus. Also das ist im Buddhismus nicht der Sinn. Und deswegen frage ich mich, wie man das. Ja, man muss eben immer präziser hinschauen, und die Gleichgültigkeit wird als der nahe Feind der Gelassenheit bezeichnet. Die Gelassenheit ist ein sehr empathisches Gefühl, wo ich alles an mich heranlasse und durchlasse. Und die Gleichgültigkeit, wo ich gleichgültig bin. Ja? Das ist von außen für den anderen sehr schwer zu erkennen, ob ich gleichmütig bin oder gleichgültig. Ja? Das kann nur im eigenen Inneren erkannt werden, wenn man sehr präzise hinschaut. Deswegen ist dieser Weg auch nicht so einfach, da durchzusteuern. Und du hast gesagt, aus dem Ärger kommt auch eine große Kraft. Also während ich dir recht gebe, es ist sehr schwierig, also Gleichgültigkeit ist nicht das Ziel. Es ist gar nicht so leicht, man muss sehr achtsam und sehr präzise auch bei sich selbst sein, um Gleichgültigkeit von Gleichmütigkeit abzugrenzen, gebe ich dir überhaupt nicht recht, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, dass aus Ärger eine Kraft kommt. Oder aus Emotionen, das muss nicht unbedingt Ärger aus sein. Aus Emotionen schon eher, aber aus Ärger, glaube ich, kommt nie Kraft. Ärger ist ein Gefühl des vielleicht Ohnmächtigen, wo er scheinbar Kraft hat. Also wir kennen alle die Situationen, wo wir in schwierigen Lebenssituationen leben, zum Beispiel im Job, und möchten dauernd dem Chef sagen oder der Abteilungsleiter oder irgendjemand, bitte nicht jeden Tag das so machen, sondern oder irgendeine Reise. Und wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht. Wir sagen nicht dem Chef, so Herr, irgendwas, ja, bitte machen Sie das nicht so. Bitte, wenn der anruft, seien Sie oder irgendetwas. Ja, wir kennen alle diese Beispiele. Ja. Erst wenn der Ärger hochsteigt, ja, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich auch glaubt, einem scheinbar Übermächtigen etwas sagen zu können. Und da sage ich, nur die Kraft habe ich nur im Ärger. Und jetzt beim Chef ist es sehr selten, aber im täglichen Leben sage ich dem anderen etwas im Ärger, was ich ohne Ärger vielleicht nicht gesagt hätte. Jetzt gibt es zwei Mechanismen. Das erleichtert mich. Und in dieser Kraft habe ich jetzt scheinbar was bewirkt. Ich habe nämlich gesagt, mach das nicht ständig so. Sehr erleichternd. Bewirkt etwas? Macht es ja dann nicht so? Der macht es weiter so. Mhm. Und zwar, weil nicht angekommen ist, macht das nicht so. Er versteht nicht einmal warum. Er macht es immer so, ja? Was angekommen ist, ist der Ärger. Mhm. Und was hat er jetzt? Mhm. Er ärgert sich über mich. Mhm. Ja? Und den Ärger bekomme ich zurück. Und so spielen wir Ping-Pong im Ärger. In Beziehungen. Und darum spielen wir Ping-Pong mit dem Ärger. Gescheiter wäre es gewesen, in der speziellen Situation, den Ärger bei mir zu erkennen. Jetzt kommt die hohe Kunst, den Ärger fallen zu lassen, nicht zu unterdrücken, weil da kriege ich ein Geschwür und wäre krank. Ich kann ihn fallen lassen, wenn ich das kann. Alles Fähigkeiten. Aber wenn ich es kann, dann kann ich zu dem anderen hingehen und sagen,
was ich dir schon lange sagen wollte, das kennen wir ja alle, was ich schon lange sagen wollte, wenn du die Blumen nicht so gießt, wie ich das gern hätte, dann vertrocknen sie vielleicht. Oder sagt, du nein, gießt ja deshalb nicht. Ja, diese ganze Spirale, Gedankenspirale. Ja? Also ein Sprechen mit dem anderen, ein Problem, kann ich ja nur lösen in Nicht-Ärger. Ja, vielleicht war das Ärger schon zu viel, weil das sehe ich auch ein. Also das ist auch plausibel. Aber zum Beispiel, man soll ja auch vom Wollen loslassen. Aber vom Wollen, durchs Wollen schafft man ja auch was. Aber wenn ich jetzt nichts mehr will, weil ich von meinem Wollen loslasse, weil ich versuche das nur so auf ein großes Bild umzulegen. Wenn wir alle nichts mehr wollen, was machen wir dann im Leben? Ja, dann liegen wir alle vor der Hütte und tun nichts. Das ist nicht gemeint. Eben, und deswegen frage ich mich, wie man das dann differenziert. Ja, weil es eben schon was gibt. Es ist nicht das Nicht-Wollen gemeint, sondern das etwas tun mit dem Wollen, mit dem absichtsvollen Wollen. Da gibt es ja solche Bibliotheken darüber, was es sein könnte. Wobei, das absichtslose Handeln. Es geht nicht um das Nichtstun. Das wäre, wir wollen, wenn ich jetzt nichts mehr will, dann tue ich nichts. Es geht um das Nicht-Tun. Etwas, was man gar nicht vorstellen kann. Wir können uns gewisse Tätigkeiten ohne ein Begehren, ohne eine Wollen überhaupt nicht vorstellen. Gibt es begehrenlosen Sex? Gibt es das? Kann man Sex haben, ohne zu begehren? Ausprobieren. Vielleicht hat man dann erst richtigen Sex. Bei denen steht dort was ganz was anderes. Wir können uns in all diese Dinge gar nicht hineindenken, wenn wir sie nicht kennen. Wie soll ich mir ausdenken, wie Griechisch ist? Natürlich ist Griechisch ähnlich wie Deutsch, dann kann ich mit den Griechen unterhalten. Wie es wirklich ist, weiß ich nicht. Oder wenn eine Frau zu sein, ein Mann zu sein, ein Färbiger zu sein, das kann ich mir nicht ausdenken. Ja? Und dieser Weg, wenn ich, angefangen habe vor 30 Jahren, was mir gefallen hat, dass mir ein Lama in einem ersten Kurs gesagt hat, es gibt das Stadium des einen Geschmackes. Er hat dann beschrieben, das ist, wenn alles eins wird. Ja? Wenn man zwischen Urlaub und Arbeiten kein Unterschied mehr ist. Zwischen Kranksein und Gesundheit kein Unterschied. Und zwischen Regen und Sonnenschein kein Unterschied. Ja? Und mir hat es nur deshalb mich angesprochen. Natürlich könnte man sagen, na, was ist dann Gleichgültigkeit? Ich war so ein zerrissener und so ein ehrgeiziger und so ein verrückter junger Mann, dass ich einfach dieses Ziel schien mir als erstrebenswert. Erstens, was er gesagt hat, als ein Lama war, und zweitens schien mir das erstrebenswert. Vorstellen habe ich mir das nicht mehr irgendwie können. Aber dass ich nicht mehr an mir leide und dass das alles eins ist, hat mir ein super, das war mein Bild. Und ich muss sagen, nach 30 Jahren bin ich dem deutlich näher. Es ist sehr viel, ob ich arbeite oder nicht arbeite, macht überhaupt keinen Unterschied. Ja? Ob ich mit dem oder nicht, macht alles wenig Unterschied. Ja? Das heißt, es hat mit Gleichgültigkeit gar nichts zu tun. Ja? So, wenn man wenn etwas passiert, nicht immer gleich alles Mögliche ausdenkt, sondern Dinge an sich heranlässt und schaut, was passiert. Es entsteht ein großartiges, ganz tolles, freies, neues Leben. Und das kann man sich vielleicht vorstellen, das muss man an sich heranlassen und da gibt es viel Fallen und Irrtümer. Ich finde es einen wunderbaren, das Einzige, was ich letztes Mal in der ersten Stunde gesagt habe, ich verstehe überhaupt nicht, warum nicht jeder Mensch sein Ziel hat und versucht, es zu erreichen. Ja? Wie trifft man dann Entscheidungen oder setzt Aktionen? Weil Aktionen sind ja auch oft etwas, was man nicht immer, aber auch zum Beispiel aus einem Gefühl oder aus einer Emotion heraus. Ja, das und dann ist man oft so emotionsgesteuert. Aber wie setzt ein wahrlich gelassener Mensch, wenn man das sagen möchte, oder befreiter Mensch, Aktionen und indem man das Notwendige tut, was sonst? Und was in einem entscheidet, was das Notwendige ist? Das ist ganz eindeutig, ja. Das ist ganz eindeutig, ja. Jetzt hier, es ist mir schon ein bisschen langweilig bin aber eine Party zu Hause und möchte schon, dass hier aus ist der Kurs, ja. Was mache ich? Gehen. Nein, ich bleib sitzen, weil ich einen Kurs angesagt habe. Ja? Und zwar ganz gleichmütig bleibe ich sitzen. Ja? Das Notwendige ist für mich natürlich, ich bleibe hier sitzen.
gebe nicht meinem Ego nach, will aufstehen und gehen. Nein, ich tue es natürlich nicht. Ganz klar, ich bleibe hier sitzen. Ja. Und so ist ganz klar, ich mache das, was es immer im Leben ist. Wenn man das mal heraus hat, es ist immer also ganz selten, wo soll, also selten, dass man echte Wahlfreiheit hat. Ja. Wir haben eh nie Wahlfreiheit. Grundsätzlich haben wir nie Wahlfreiheit. Wir entscheiden uns ununterbrochen nach dem Fühlen. Alles, was mir angenehm ist, will ich haben. Was mir unangenehm ist, will ich nicht haben. Ich will das nicht haben, dass ich im Stau stecke. Ja? Warum willst du das nicht haben? Warum willst du nicht haben, dass du im Stau steckst? Du steckst im Stau. Du steckst im Stau. Es ist völlig sinnlos, völlig idiotisch, das nicht haben zu wollen. Es ist geradezu grenzdebil. Ja? Das wäre natürlich schon, wenn du dadurch einen Aufzug, irgendwas findest, damit wir noch nachdenken, gibt es eine einzige Möglichkeit, eine Abzweigung, kann ich kürzer fahren, kann ich den überholen, kann ich bei Rot über die Kreuzung fahren, natürlich, alles Lösungen. Und du merkst, ich komme ja nicht, am Französisch, ich gehe weiter, auch keinen Ausweg, macht da keinen Sinn, dann stehe ich dort wie ein Lamm und warte, bis wieder, wie ich weiterfahren kann. Alles andere ist sinnlos. Und so gibt es mal ganz klar, jetzt im Leben gibt es ununterbrochen ganz eindeutig das Notwendige tun. Und auch dafür, das Notwendige, gibt es auch eine ganz klare Grundlage. Aber zum Beispiel, wenn ich mich ärgere, dann kann ich einsehen, dass es notwendig ist, nicht aufzuwarten. Wenn es dich ärgert, bist du schon so im Holzweg, dass du überhaupt nicht mehr nachdenken kannst. Nein, ich meine zum Beispiel, wenn es subtilere Dinge sind. Zum Beispiel, man hat eine noble Ausrichtung, man möchte was Gutes tun. Und dieses Gute tun hat vielleicht negative Konsequenzen. Ja, Entschuldigung, Scheiße im Kopf. Wie kommst du auf die Idee, dass du eine noble Ausrichtung haben sollst? Wie kommst du auf die Idee, dass du was Gutes tun sollst? Dass du alles schon wieder völlig, alles depperte Begriffe. Warum machst du einen Meditationskurs zum Beispiel? Das ist halt ja auch eine Entscheidung. Nein. Voraus. Nein. Nein. Okay, gut. Nein. Ich mache eine Meditation, weil es mich freut und weil das so der Sukkus meines Lebens ist. Und das mache ich gerne, ja. So nichts und dessen Folgen. Ja. Aber dann ist die Freude ein Impuls für die Entscheidung, was zu machen, oder? Nein, ich mache es gerne. Wenn ich es nicht gern machen würde, würde ich es ja gar nicht machen. Es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, hierher zu kommen, außer ich mache es gerne. Also ich könnte einen zweiten Grund haben, wenn ich das Geld verdienen wollte. Ich kriege ja wieder los, das ist nicht mein Ding. Ja. Also es gibt keinen Grund. Aber das ist eine Entscheidung. Nein. Okay. Nein, ich muss in jedem Augenblick muss ich mich entscheiden. Ununterbrochen immer wieder. Auch jetzt müsste ich mich quasi entscheiden, stehe ich auf oder gehe ich weg. Also stehe ich auf oder bleibe ich sitzen. Oder einatmen und ausatmen. Ununterbrochen entscheiden wir uns für irgendetwas. Na, das ist automatisiert, einatmen. Nein, das Atmen schon. Ja. Aber ständig ist das Leben mit hat Entscheidungen. Wenn du rausgehst, und dann mache ich die Tür jetzt auf oder nicht auf. Also wenn ich hingehe, ziehe ich zu, mache ich sie auf. Es ist eigentlich immer das Notwendige. Und alles, was das Notwendige, ist auch ganz klar, ist mit dem Heilsamen verbunden. Also alles, was ich aus Freude, Liebe, Großzügigkeit mache, ist gut und auch notwendig. Und alles, was ich mit Ärger, mit Widerwillen, Ding, ist nicht gut. Aber du hast ja gesagt, das Gute und Heilsame, das ist ja nur Flamenco. Nein, das ist das Kamel, das doch das Nadel werden muss. Es gibt das Gute überhaupt nicht. Dass da die Lösung an dem Weg ist, dass ich nicht nur vom Unangenehmen loslasse, sondern auch vom Angenehmen. Ja, ich glaube, das, ich will sagen, du musst mal alles ausprobieren. Du musst den Ärger bewusst ausprobieren. Richtig. Und du musst die Freude bewusst, aber nicht um dich zu freuen, sondern einfach um es auszuprobieren, um den Geist irgendwie zu, also mal um alle menschlichen Aspekte irgendwie zu erfüllen, aber um dann leer zu sein. Es ist irgendwie schwer zu erklären, aber du kannst dann sagen, ich ärgere mich heute, okay, jetzt ärgere ich mich einmal und ich ärgere mich dann wirklich und denke mir, okay, das nächste Mal, ich habe mich geärgert, es war was und ich ärgere mich nicht das nächste Mal, um zu sehen, wie es nicht ist. Das ist so bipolar, weißt du?
Ich kann es am Beispiel vom Ärger total gut verstehen, weil es... Ja, ja, aber ich, das aber ist in jeder Situation, muss man das dann irgendwie versuchen, einmal zu... Also wenn ich dann sehe, okay, ich bin in einer Situation, da kann ich das und das machen, probiere ich es einmal so aus und einmal so, ohne zu schauen, was es für Konsequenzen hat. Ich finde es ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist vielleicht ein Weg einmal. Naja, warum, ohne zu schauen, warum im Moment nicht auf den Nachher, kann man schon schauen. Ja, nachher, aber jetzt in dem Moment, dass ich schaue, okay, wie ist es, wenn ich mich ärgere, wie ist es, wenn ich mich freue, wie ist es, wenn ich, ich weiß es nicht, wenn es kalt ist, wenn es regnet, wie sieht man? Ja, also im Augenblick handle ohne zu denken. Versuchen, im Augenblick zu handeln, ohne. Aber zuerst musst du denken, um das zu fokussieren. Weil du vorher das Beispiel gebracht hast, dass Psychopathen ihren Geist auch auf eine Art und Weise sehr trainiert haben. Ja. Und was in uns trifft dann die Entscheidung? Weil das sind offenbar sehr unterschiedliche Handlungen, die dann folgen. Ja. Das ist meine Frage, die nach der Entscheidungsfindung. Natürlich ja. Wollen gibt es eine Motivation, aber. Das ist auch eine wichtige Entscheidung. Deswegen muss man immer sagen, was ist das Ziel des Weges? Und dabei muss man die Leidfreiheit in den Vordergrund stellen. Und nicht das Ziel des Weges ist nicht leidfrei zu sein, sondern zum Beispiel Erfolg zu haben. Dann kann man mit diesem gleichen Weg unglaublich erfolgreich werden und über Leichen gehen. Das geht nämlich ganz genauso. Ja. Ja? Und all das ist schon die Ausrichtung, möchte ich in dieser Welt friedlich und empathisch unterwegs sein, oder ist mir das völlig gleichgültig? Da kann ich all die Methoden, die ich hier genannt habe, auch auf ganz was anderes verwenden. Zum Beispiel andere Leute zu betrügen. Das geht ganz genauso. Aber ist das jetzt die Antwort auf die Frage? Ist vielleicht eine größere Frage. Es ist prinzipiell für mich einfach eine spannende Frage, was denn uns entscheidet. Also das muss mir nicht zu sehr aufmachen, aber. Doch, es ist. Vor der Entscheidung ist was? Vor jedem Handeln ist was in mir? Im üblichen Sinne ist es oft eben ein Gedanke oder ein Impuls. Eine Absicht. Ja. Eine Absicht. Karma, ihr Mönche, Buddha hat zu den Mönchen gesprochen, Karma, ihr Mönche, sind eure Absichten. Es kommt auf die Absicht an, die eine Handlung zu einer heilsamen, unheilsamen machen lässt. Ja? Natürlich kann ich auch etwas mit Absicht etwas Gutes bewirken wollen, was Heilsames, und es kommt völlig anders an. Deswegen ist nicht das, was herauskommt, wichtig in dem Sinn, sondern meine innere Haltung. Und wenn ich liebevoll etwas tun wollte, und es wirklich liebevoll gemeint war, ja, und es kommt was anderes dabei raus, ist das ganz ein großer Unterschied, wenn ich gar nicht liebevoll sein wollte. Also, deswegen lasst sich die Dinge auch nie vom Außen beurteilen, auch nie von einer höheren Instanz, sondern aus mir heraus. Und deswegen ist es so wichtig, auf sich selbst zu schauen und achtsam zu sein. Weil nur wenn ich wirklich achtsam bin, komme ich auf meine eigene Absicht, auf meine Intention. Weil vorher gehe ich durch die Welt und will eigentlich nur Gutes. Also ich möchte auch nur Gutes, dass die ganzen Flüchtlinge sich schlechten sollen, ja. Das ist ja mein Innere, möchte nur gut sein zu den Österreichern, die sind gut, ich bin gut zu mir sein und gut zu den Flüchtlingen, wir sind zu Hause besser aufgehoben. Ich bin auch ein ganz liebevoller Mensch. Aber wenn ich jetzt meine Absicht wirklich ganz genau hinschaue, könnte sein, dass dahinter ein Funken Egoismus steht. Und da gibt es eine andere gute Frage, dann wirst du nur immer theoretisieren, ja? Sagt der Krishnamurti zu seinen Zuhörern, ja? Haben Sie schon einmal irgendetwas völlig absichtslos getan? Habt ihr schon mal irgendwas in eurem Leben völlig absichtslos getan? Ist das denn überhaupt möglich? Also viel mehr als Babystillen wird nicht übrig bleiben. Ja? Wie? Also Babystillen. Also die Liebe zum Kind wird auch verglichen. Also die Mutterliebe zum Kind, die ist dem am angenähertsten. Mhm. Ja? Da bin ich wirklich also völlig absichtlos. Ne? Und bei allen anderen sind ständig irgendwelche Egoismen dahinter. Ja? Auch wenn dein Kind später sagt, lernen, auch schon wieder sehr stark, dass ich nicht will, dass das Kind schlecht in der Schule ist und ich schaue mit den anderen. Also sehr viel Egoismus dahinter.
Deswegen würde ich auch sagen, all der ganze Weg, wir müssen nicht Heilige werden. Es ist eine Annäherung an ein mögliches Ziel. Und das ist auch nicht alles so, so ist so. Das, ich meine, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dieser noblen Ausrichtung und so, ja. Das ist schon alles gut und alles wunderbar. Natürlich wollte ich auch mich bemühen, achtsam zu sein und nobel zu sein und hilfreich zu sein. Aber die Gefahr ist groß, dass man da einen falschen Heiligenschein bekommt. Ja. Deswegen ist es auch gut, einfach spontan zu sein und offen zu sein und an die Wand zu rennen und drauf zu kommen. So geht's nicht. Es gibt zwei Wege, Sutra und Tantra. Beide haben etwas für sich.